damit das alles automatisch dann geht. So, was machen wir hier? Komm, ist ein Waschsalon. Hau mal hier so ein paar Backsteine hin. So. So, dafür baue ich dir jetzt, weil das gerade so ein blöden Fell war, einen wunderschönen Start in der Wasserrutsche. Ja, das wird zu fett. Das wird zu fett. Ach komm, egal. Wir ziehen das jetzt durch. Ne? Drauf gekübelt oder was auch immer. Wir machen das jetzt. Halt. So, jetzt müssen wir mal gucken, da fehlt's noch. Und da hinten. So. Dann haben wir hier unsere Wasch Dingsbums, ne, Beleuchtung. Damit wir auch sehen, dass die Wäsche schön weiß ist. Weißer Riese. So, der Boden kann dann später auch zugemacht werden. Ja, hier hatte ich ja die Beleuchtung etwas anders gemacht. Aber das will ich auch noch mit da anklemmen. So hatte ich hier eigentlich noch... Ach so, weil ich ja da noch rein muss. Da sollen ja noch unsere Gäste aufgestellt werden. So. Die Eisdiele. Die braucht auch noch Licht. Ach, da hatte ich schon... Stimmt ja. Da hatte ich ja... Ne? Da müssen wir weiter hinten durchgehen. War ja klar. Das ist alles schon angeklemmt. Warte mal, da habe ich... Ah, stimmt, da hatte ich ja hier. Da hatte ich ja hier dran geklemmt. Haha. Aber das werde ich dann auch wieder abmachen. Das soll mit dem Tageslicht sein, sozusagen. Aber dann ist die auch schon beleuchtet. Das ist schon mal ganz gut. So, dann hier, hier hatten wir die Spaßkasse. Die Spaßkasse. Genau. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier machen 7, wir, hier 8. Machen wir. Ja, ich muss am laut denken. So. Das heißt, wir machen hier. Warte mal. Genau. Machen wir hier so drei Lämpchen rein. Ja, da kommen dann hinterher die anderen drüber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Dann machen wir hier. Das machen wir hier ein bisschen anders. Warte mal. Hier. Einer. Warte mal, komme ich dann hinterher noch dran? Ja. Das geht alles noch. So. So. Ne? So, dann machen wir hier... Genau. Machen wir... Das Ganze so. Da gehen wir gar nicht nach dem, was hier so jetzt gebaut ist, sondern wir machen das hier ganz individuell. Mhm. So, warte mal. Hier, da muss noch eine hin. So, das sieht ja schon alles ganz vielversprechend aus. So, jetzt will ich mal gerade gucken. Hier. Also wir wollen einen Start für die Rutsche kreieren. Der soll nicht langweilig sein, der soll ganz interessant aussehen und... So. Gut. Wäre das mal auch schon wieder ganz interessante Geräusche. Der nächste wäre da, dann der nächste wäre... Da.
ne? Nee, da. Halt. Da schräg rüber, da wäre der nächste. Dann müsste alles den gleichen Abstand haben. Ja, passt. So, gut. Jetzt muss ich nach oben. Halt, hier komme ich nicht rauf. Hä? Was? So. Hier muss ich rauf. So. Dann machen wir... Hä? Hatte ich hier keine... Nee, hatte ich nicht reingemacht. Keine Scheibe. So. Jetzt sollte ich aber überall Scheiben drin haben. Hoffe ich? Nein, habe ich nicht. Jetzt aber. So, dann machen wir hier die Lampen drauf. Na, komme ich da dran? Nein, nicht wirklich. Hey, komm schon. Ey, ich krieg's noch gebacken. So. Wie sagst du, schaffst das? Ich glaube an dich. Dann ist einer. Ne? Deine Abonnenten glauben zwar nicht an dich, aber ich glaube an dich. Was? Wieso glauben die nicht an mich? Weil die das hier schreiben, dass sie nicht an dich glauben. Nein, Spaß. Ey. Das war mies. Ja, das war gemein. Das war voll gemein. So. Da, da. 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 Hier und da und überall und überhaupt. So. Jetzt machen wir wieder Repeater. Und zwar. Erst einmal. Ne, wir machen das Ganze so. 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 Ja, genau. So, dann müsste das eigentlich schon alles leuchten, wenn ich jetzt hier. Genau. Das wäre dann das. So, dann. Ich weiß nicht, das wird nicht da durchgehen. Das wird nicht da durchgehen, genau. Das geht nicht durch. Dann machen wir das anders. Das haben wir schon beleuchtet. So. So. Genau. Dann haben wir das. Oder aber. Nee, ich mach das ganz anders. Ich lasse das hier Reihe angehen. Dann hat es noch einen Effekt. Perfekt. So. So. Dann hier. Hier. Genau. Dann lassen wir das hier. So. Ja, den brauchen wir ja dann nicht mehr machen. Schön. Das geht. So. Genau. So. 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 Dann geht das von hinten nach vorne, geht das dann an. Ne? So der Plan zumindest. So. Ich meine, ich hätte es auch von vorne nach hinten machen können. Das wäre vielleicht besser gewesen, aber dann müsste ich da hinten wieder aufreißen und dazu habe ich keine Lust. So, jetzt, Müsste ich. Ja doch, das muss damit angeklemmt werden, dass das darüber geht, genau. Muss das hier auch. So. Das wird angeklemmt. Gucken wir doch mal, ob es angeht. Ah, siehste? Hier geht es nämlich nicht. Hier geht es nämlich nicht. Warte mal. Wenn ich hier... So. Okay. Da ist der noch nicht an. Ach Mann.
Ich will das aber ohne Verzögerung da drin haben. Da geht das vielleicht nicht ohne Verzögerung. Das heißt, ich müsste das hier nur mit auf den Rand legen. So, dann haben wir das mit drin. Dann brauchen wir das theoretisch nicht. Das doch. Aber das nicht, weil das ist ja schon dran. Sparen wir uns das. So, hier ist es nicht an. Warum nicht? Ach so, weil hier das gleiche Problem ist. So, dann können wir uns den hier sparen. Willkommen zu einer neuen Folge Sparen. Den hier sparen. Den hier sparen. Genau. Ich verspare heute viel. Zeigt euch, wie ihr viel. Den können wir dann auch sparen hier. Brauchen sparen, sparen, sparen. Ich höre nur sparen. Ja, genau. Das da brauchen wir auch nicht. Aber das brauchen wir. Das geht da hinten nicht. Hat das was mit Sparen zu tun? Ja, so ungefähr. So, das heißt, wir haben jetzt so. Genau. Voll konzentriert hier, die ganze Zeit. Deshalb rede ich auch so wenig. Woran erkennt man, dass der Joycraft konzentriert ist? Er redet wenig. Yes, die Idee ist nämlich, dass das Ding nicht zu sehen ist. Dass das alles flusch ist so. Mit dem Boden. Und das muss ich hinter alles noch anglemmen. Aber erstmal muss ich überall Licht haben. Und dann muss ich gucken, wie ich das alles zusammenklemme. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da auch ein elektrisches Licht noch zusätzlich reinhaue, weil eigentlich ist es ja hell. Ne? Hell. So, fertig. Guck mal, jetzt haben wir dann hier so, dass hier über den Tresen dann auch noch ein bisschen heller ist. Obwohl, warte mal, wir setzen das eins rüber. Oh, nicht schon wieder. So, das ist okay. Und ist das ein bisschen mehr über dem. Ach nee, da ist drüber und da nicht. Ach Mann. Nee, dann lassen wir das hier hinten auch drüber gehen. So. Dann geht's überall drüber. Ich will mal was ausprobieren, wie das aussieht. Sieht doof aus, ne? Ja, sieht doof aus. Ja, das müsste sich zur Seite auch nochmal verbinden, so, ne? Ich meine, hier so müsste sich das noch verbinden, aber das tut's nicht. Das tut's nicht. Das ist natürlich blöd. Nee, ich würde sagen, den Friseursalon, den lassen wir. Da haben wir Licht, da haben wir Licht, da haben wir Licht. Da muss ich erst noch bauen. Hier haben wir theoretisch auch Licht. Theoretisch, aber nicht praktisch. Warte mal, dann machen wir uns jetzt mal hier Durchgang. Dann Redstone. So, hier brauchen wir ja nur eine Spur rüberlegen. Dann ist das schon. So, hier theoretisch auch. Okay, das müsste es sein, Leute. Also, was habe ich gebaut? Was habe ich gerade in der höchsten Konzentration gebaut? Ich will es euch zeigen, und zwar ein Dogfinne Wasserstation. So. Ich kann jetzt, also ein Boot soll später hier automatisch reingeglitten werden, so. Und die Idee ist folgendes, man soll am Ende nichts sehen, es soll wirklich richtig geil aussehen. So, Boot fährt also hier hin auf die Warteposition, bleibt stehen, da geht das Wasser aus und alles ist plötzlich zu. Ihr seht hier nichts mehr, ne? Alles ist zu, sieht gut aus. Und man setzt sich in das Boot rein, ich mache auch nichts, und wenn ich mich in das Boot reinsetze, seht ihr, fahren wir automatisch los. Also dann öffnen sich hier quasi Wasserkanäle aus versteckten Löchern. Das Ganze schließt sich wieder und wird dann wieder flasch. Das Boot kommt dann von hier hinten. Ja. Das war die Kurzbeschreibung. So in etwa. So in etwa. Machen wir das mal so. Hier. Nee, dann reicht das bis da hinten nicht. Da, das. Nein, immer noch nicht. So, jetzt aber. Jo. Gut. Gut, gut. Gut, gut. So, ach so, das muss ja auch noch... Oh, da habe ich ja noch so viel. Auch nicht gut?
Doch, warte mal. Ich muss mir nur überlegen, wie ich das jetzt verbinde, so dass es. Oh, Gesundheit. Hey, Weil ich nicht. möchte, dass das ganz Ganze so, ne? Genau. Eindeutig. Dann machen wir das hier hin. Ja, dann reicht das auch. Dann müssen wir hier wieder ansetzen. Obwohl, das können wir dann direkt hier ansetzen. So. Dann brauchen wir das, den ganzen Kladderadatsch, den brauchen wir da nicht hinhaben. So, nein, das muss nach oben. So, jetzt. So, das da können wir wegmachen. Weil wir nehmen jetzt diese Spur hier. Ja, nee, doch, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zählen wir das? Ja, genau. So, dann können wir das nämlich hier darüber ziehen und hier unsere Ansteuerung hin machen. So, dann ist alles beleuchtet hier. Dann haben wir da auch das Licht an. Jo. Wie gesagt, das soll ja alles noch an den Tageslichtsensor dran. Oh, das wird lecken. Nein, ich mache das dann so, dass das dann Stück für Stück, also Laden für Laden dann angeht. Wenn wir das nicht alles auf einmal, weil das würde doch dann ganz schön lecken. Ne? Oder was sagst du, Joe? Ja, ich sage ja. Ne? Wenn wir das Stück für Stück machen. Ich sage immer ja. So, was hatte ich hier in der Boutique, Weiß hatte nicht, ich worum hier es geht, aber vor? ich sage gerne ja. Gut, Boutique, machen wir ein Ludwig? andermal. Ja, jetzt gucken wir erst mal, ob das hier Also klappt. heute war nur Lichttag, ne? So, Joe, Ja. wolltest du meinen Zuschauern noch schnell irgendwas zeigen oder? Ja, wollte ich. Dann porte mich bitte mal. Und zwar den Start der Wasserrutsche, der soeben fertiggestellt worden ist. Moment. Und zwar schauen Sie mal. Das müssen wir vielleicht ein bisschen schöner machen. Aber die Idee ist folgende: Man geht hier rein zu Wasserrutschen. Das Boot steht hier fest, ne? Aha. Pass auf, nicht reingehen ins Boot. Ich gehe jetzt gleich rein ins Boot. Und dann bleib mal so schweben, genauso wie du jetzt bist. Und zwar habe ich einen coolen Mechanismus entwickelt, der einmal das Boot anstartet, also losfahren lässt und automatisch ein neues Boot fährt. Also ich gehe rein. 3, 2, 1, bin jetzt drin. Du siehst, das Boot wird losgefahren. Ja? Jetzt würde man Ja. dann hier in der Wasserrutsche beginnen. Und von hinten kommt automatisch ein neues Boot nach. Und das wird dann alles wieder zugemacht, sodass es dann alles schön in einem Boden ist. Ey, das ist ja cool. Und jetzt ist das hier alles wieder schön. So dass man auf einem Boden ist. Hey, das ist cool. Das gefällt mir. Ich brauche nur deine Hilfe, dass das gleich noch ein bisschen Design, dass es ein bisschen schöner aussieht. Ja, das machen wir aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute, nee. Stimme Nein. ich zu. Das Was machen wir cool ein ist, was ich andermal. jetzt noch versuchen möchte, ist, dass man hier noch so irgendwann mit Kolben arbeitet, dass das hier so diese Bucht hier zugemacht wird. Ich könnte mir auch noch denken, dass das möglich ist. So. Lass mal eben was gucken. Ich stupse das Boot jetzt mal eben an. Oder Mietos, kannst du das eben machen? Kannst du einmal ganz kurz einmal auf die Tripwire gehen? Oder ich mache eben schnell so, zack, man geht auf die Tripwire drauf. Du siehst, das eine Boot kommt weg, das andere Boot kommt hinterher. Ja, jetzt muss natürlich dummerweise die Wand muss einmal kurz, dann ganz kurz geöffnet werden. Ah, und da gibt es immer noch hier ein Problemchen. Ja, Ah, das lösen okay. wir beim nächsten Mal. Komm. Ja, Wir lösen wir machen alles. heute, ne? So. Ja, ist der Redstone. So, okay. Licht. So, damit es heller ist, ne? Ja, So. ja. Okay. Ja. Ich sag bis zum Gut. nächsten Mal und tschüss. Auf Wiedersehen, Leute. Bis bald.